Jo, moin Leute. Heute ein bisschen Edeltuning von meinem Darm, der Weiber Porsche. Wir werden da mal einen schnicken Aufkleber auf den Tankdeckel aufbringen. Total frauenhaft. Seht selber, lasst euch überraschen. Geiles Ding. Alles klar. Bis gleich. So Leute, Kamera ist ausgerichtet. So, als erstes machen wir erstmal den Tankdeckel sauber. Angefangen Glasreiniger einmal ein bisschen absprühen, Mikrofasertuch einmal so ein bisschen sauber machen. So, einfach mal so zack, ein bisschen drauf knallen, schönes Mikrofasertuch, damit der Deckel den hier zumindest ein bisschen sauber ist von Schmutz und Staub, Restrückstände. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, so, der ist sauber. Und jetzt das Wichtigste. Der Aufkleber. Das ist der Nonplusultra Aufkleber. Schlechthin. Edeltuning am Weiber Porsche. So. Einmal abziehen. Mal anfixieren. Und dann könnt ihr das Mikrofasertuch nehmen. Schön ein bisschen anrubbeln. So, dass keine Luftblasen. Ich ziehe hier unten immer so ein bisschen ab. Da kann ich dann immer noch die Luftblasen links und rechts rausdrücken. Das hat einen Vorteil. So, jetzt ist er ganz drauf. Zack. Nach Möglichkeit müsste das Ding dann beim ersten Mal sitzen, weil, wenn ihr den abzieht, kann das passieren, dass ihr den dann nicht mehr abkriegt, beziehungsweise euch den Aufkleber kaputt reißt. Einmal ganz vorsichtig die Schutzfolie abzieht, aber wirklich ganz vorsichtig. Ihr habt zwar jetzt gut rangerubbelt, den Aufkleber, aber es kann sein, dass an einigen Stellen vielleicht doch nicht mehr ganz dran sitzt. Nicht, dass ihr dann den Aufkleber aus Versehen löst. So. Ihr könnt das zum Beispiel nimmt die saubere Seite, legt es drauf und dann könnt ihr nämlich den Aufkleber nochmal richtig schön andrücken. Wenn ihr jetzt nur über den Aufkleber rüber rubbeln würdet, kann es unter Umständen passieren, dass ihr den, weil er so feine Pigmente sind, feine einzelne Elemente, dass ihr die dann runterreißt. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck daran. Also von daher einfach hier, ihr könnt ein Blatt Papier nehmen, das alte Stück hier, halt eben nur die saubere Seite, bisschen andrücken, fertig. Und so sieht das ganze Ergebnis aus. So, ich zeige euch das mal. Den Lappen brauchen wir nicht mehr. Pass auf, Leute. Weiber Tuning vom Feinsten. Einhorn Pibi dort hinein. Alles klar, das war's von meiner Seite schon wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und volle Kanne Hoshis. Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.